Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Caesar 4. Wir sind hier immer noch in Argos und müssen irgendwie unsere Kriminalität in den Griff bekommen. Selbst nachdem Jupiter hier die Verbrecher hat von den Straßen verschwinden lassen, haben wir immer noch eine hohe Unsicherheit leider. Können wir hier irgendwie Justiz und Steuern erhöhen? Unseren Wert... Damit wir da vielleicht mehr von bekommen. Wir wollen nämlich hier unbedingt die Sicherheit natürlich haben auf den Straßen. Eventuell müssten wir hier nochmal ein weiteres Forum bauen. Regierungszentrum. Ja, das ist halt natürlich eigentlich Quatsch, ne? Oh, da hinten ist Blitz eingeschlagen. Das ist nicht gut. Wohlstandtechnisch sollten wir eigentlich ganz gut dabei sein. Er ist nicht perfekt, leider. Ginge tatsächlich noch perfekter, aber ist auch nicht so schlimm. Problematisch halt wirklich die Sicherheit. So, schicken wir die mal los gerade. Dann können wir so ein bisschen Ansehen erarbeiten. So, Nahrungsmittelbestände sind gering. Ein weiterer Tag in der Legion ist wie ein Tag auf dem Mauer. Weil hier ziemlich viel eingeschlagen ist tatsächlich. 5000 Bürger erreicht. Was fanden denn hier eigentlich? Olivenfarm. Getreidefarm. 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 Und Olivenfarm. Das ist auch ganz gut. Dann können wir nämlich hier wieder mehr Arbeitsplätze schaffen. Und das brauchen wir, um unsere Kriminalität natürlich unten zu halten. Wir sollten auch aufpassen, dass wir nicht zu viele Bürger noch bekommen. Vielleicht sollte ich hier einige der noch nicht voll entwickelten Häuser mal eben hier wieder abreißen, tatsächlich. Damit wir nicht zu viele Arbeiter bekommen. Hier, die können sich stattdessen weiterentwickeln, das ist alles in Ordnung. Die sowieso entwickelt sich mit Stadtmauern, die haben wir. Wir haben Stadtmauern, Leute. Wir haben Stadtmauern. Hier, sie stehen direkt um euch. Das heißt, irgendwo ist hier eine Unterbrechung. Vielleicht mögen sie diesen Turm hier nicht. Beziehungsweise den fehlenden Turm. Ist jetzt nicht wahr, dass ich die Streitkräfte ausgerechnet jetzt sammeln, wo wir gerade alle unsere Truppen losgeschickt haben. Nicht mit Stadtmauern. Fremde Schlacht gewonnen. Version aus Elis. Man respektiert sie für ihre Arbeit im Namen Roms. Alles klar. Das hört man doch sehr gerne. Das ist irgendwo eine Unterbrechung. Also hier haben wir ein paar Wackler in der Mauer, aber ansonsten. Hier könnte vielleicht das jetzt nochmal verstärkt werden. Eigentlich müsste man das ja auch auf der Map sehen können, ne? Unsere siegreichen Kohorten sind zurückgeklärt, das ist gut. Entwickelt sich mit Stadtmauern. Sie haben sich einen Namen gemacht. Wir haben doch hier, also wenn das nun keine Stadtmauern sind, dann weiß ich auch nicht. Auch nicht, man sieht hier ja auf der Minimap so ein paar Löcher. Das verstehe ich allerdings auch nicht wirklich, weil diese Löcher sind eigentlich nicht da. Dass unsere Kohorten alle zurückkehren, das ist wichtig, wenn der nächste Angriff ansteht. Also prinzipiell haben wir hier vollständige Mauern. Egal, was unsere Bürger dazu sagen. Okay, es klingt an mit einer Streitmacht. Doch, jetzt kann ich die Mauer nicht mehr ausbessern, wo die Streitmacht angekommen ist. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Zack. Zack. Und zack. Zack.
jetzt hat er wieder alle deaktiviert. Ich hasse das. Als die meisten Leute den ganzen Tag. Ich darf nicht auf die Minimap klicken. Das funktioniert manchmal mit dem Minimap klicken, aber halt nicht immer. Warum auch immer. So, zack. Wo ist er denn eigentlich? Schon irgendwo gespawnt, wo man ihn wieder nicht sehen kann, im Boden. Da sind sie. Direkt in unserer Stadt gespawnt. Das freut einen doch. Immer greifen sie zuerst das perfekte Büro an. Meinheit. Änderung der Standardlöhne. Machen wir uns gleich drum. Warum greifen die nicht an? Leute! Sigma Ferik! Ja, wir sind in der Stadt. Ich kann es leider gerade nicht ändern, dass das Feuer da ist. Solange die Invasion da ist, darf man nämlich hier nichts. Beziehungsweise solange es brennt, darf man eigentlich. Doch, darf man eigentlich wohl, ne? Keine Ahnung. So, Präfektenbüro. Hier können wir auch nochmal ein Präfektenbüro hinsetzen. Die sollten das unter Kontrolle bekommen, hoffe ich. So. Die Truppen zurückziehen. So, schauen wir auf unsere Arbeiter. Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. Lohn musste angepasst werden. Kriminalität, also Sicherheit 4. Sicherheit jetzt nur noch 2. Eine relativ hohe Arbeitslosigkeit der Equites. Zwischen. So, muss man uns den Luxus gönnen, hier einen Circus Maximus in unsere Stadt zu bauen. Das passt nicht. Ist halt auch riesig, dieses Ding. So, holen wir noch mal ein paar Sachen. Viele, viele Arbeitskräfte benötigen. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die wir hier quasi durchführen. Hier nochmal ein Krankenhaus hin. Papierläden in die Stadt so zwischendurch mal. Hier auch was für die Hygiene zu tun, beziehungsweise für die Vorsorge. Das bringt natürlich auch immer hier noch schöne Stellen. Unsere Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. Arbeitslosenquote ist 40. Das ist doch nicht so viel. Gibt es noch irgendwas, was wir gut gebrauchen könnten? Nicht so wirklich, ne? Wir könnten eine Arena bauen. Komm, bauen wir noch eine Arena. So, jetzt haben wir zu wenig Equites, wollten das nicht sehen. Baut euch nämlich nicht aus. Gut, dass wir irgendwie keine funktionierenden Stadtmauern haben. Invasion aus Patra, meinetwegen. Sicherheit 0, ich verstehe es einfach nicht. Ich will das Wohlwollen und die Verbrecherverschönerung von den Straßen. Das finde ich gut. Aber es ändert leider hier nichts. Unsere Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. In dieser Zeit gab es einige Verbrechen, deshalb sinkt die Sicherheit. Also noch Delphi. Und dann wollen wir noch ein Forum ist eigentlich halt auch Quatsch. Also Kultur ist kein Thema, Wohlstand ist kein Thema, Ansehen ist kein Thema, aber Sicherheit. Sicherheit ist hier extrem niedrig. So, jetzt hier wieder ein Angriff. Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Nos permoveo!
meine, wir haben ja auch definitiv genug Streitkräfte. Das wird ja wohl auch keiner abstreiten hier. Wo sind sie denn? Da. Greift sie an! Für unsere Sicherheit. Also Jonas Patra kommt gleich auch. Ich meine, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass wir halt so oft angegriffen werden. Aber ich meine, wir schlagen sie ja schon immer zurück, ohne dass sie wirklich Schaden anrichten können. Wir wollen zusammen angreifen, bitte. Signa Fere. Marios und ich bin eine Ein-Mann-Armee. So. Greift die Katapulte an. Wir sollten vielleicht auch noch mehr Jupiter-Denkmäler, Schreine bauen. Ich will nur eins wissen. Wo sind die immerhin denn? Immerhin kann der helfen, weitere. Promptus Precessi. Probieren, die Straßen zu schicken. Sicherheit 0. In letzter Zeit gab es einige Verbrechen. Warum denn? Unsere Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. Dann machen wir die Linie höher. Vielleicht gibt es dann weniger Verbrechen. So, dann lassen wir die Türme vielleicht hoch besetzen. Vielleicht hilft das auch dem Sicherheitsgefühl. Auch noch mal ein weiteres Haus. Nahrungsmittelbestände sind gering. Sicherheit 1. Sicherheit 2. Ah ja, das könnten wir vielleicht wirklich mal machen. Spezialkarten, Gesetz, Sicherheit. Basilika. Alle haben Zugang zu einem Forum. Änderung der Standardlöhne. Unsere Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. So, wir erhöhen hier dauerhaft die Löhne. Ich meine, wenn das nichts ist, was euch Sicherheit bringt, dann weiß ich auch nicht. Sicherheit steigt immerhin. Aber halt noch bei weitem nicht in den Regionen, in denen wir sie brauchen. Vielleicht, wenn wir die Bedrohung noch wegmachen. Unsere Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. Sicherheit steigt. Steht jetzt auch nicht da, warum. Ich meine, es freut mich ja, dass Sicherheit steigt, aber... Naja. Wie, auf welchen Wert soll die ansteigen? Riesig hoch, ne? 45. Huiuiui. Naja, das kann jetzt noch eine Weile dauern. Komm, wir holen uns einfach mal nochmal einen weiteren Trupp hier. Militärische Unterstützung lassen wir. Wollen die Truppen in unserer Stadt haben. Kann hier gar keinen weiteren Trupp mehr ausheben. Wir haben keinen Platz mehr. So. Nahrungsmittelbestände sind gering. Sicherheit 16. Steige Sicherheit, steige 17. Aber das Schlimme ist, dass es halt in einem Schlag wieder auf 0 sinken kann.
kurz machen. Jupiter-Tempel. Schauen wir einmal auf die Religion insgesamt. Der Respekt vor den Göttern in dieser Stadt ist so groß, dass sie uns sicherlich bemerken und reich segnen. Ihre Sekte ist nicht so toll. Attraktive Gebäude werden jetzt noch attraktiver, Weinstelle hergestellt. Gestiegene Steuereinnahmen. Caesar ist nachsichtiger, wenn sie mit einer Lieferung in Verzug geraten. Die Waffen werden schneller produziert, ihre Kohorten sind schlagkräftiger, Karrenschieber können jetzt einen zusätzlichen Gegenstand befördern. Händler zahlen jetzt mehr für ihre Exporte, Trauben und Oliven wachsen schneller. Aber Kiris will noch ein bisschen mehr haben. Jetzt will ihr doch hier nochmal einen Schrein hin. Sicherheit 22. 23. Es steigt. Aber es ist noch so weit entfernt von unserem Ziel. Ich werde mich jetzt einfach auch freikaufen von den Bedrohungen. Vielleicht ist so eine anstehende Bedrohung auch was, was nicht so positiv sich auswirkt. Vielleicht auch nicht, aber wir haben ja genug Geld, es auszuprobieren. Wir sind übrigens schon hier nach Christus inzwischen. 6 nach Christus im Juli. Also immer mehr steigt hier die Sicherheit. Kann leider auch nicht schneller einstellen. Es geht nur auf dieser Geschwindigkeit. Und jetzt auch, dass wir hier nicht schon wieder eine Schlacht haben müssen, tatsächlich. Das würde mich wirklich. Aber jetzt haben wir gleich eine Sicherheit von 30. Jetzt sind wir noch 15 entfernt danach. Also noch sind wir 16 entfernt. Jetzt sind wir 15 entfernt. Spannung steigt. Wird es uns gelingen? 31. Ja, spannender als ein Wahlabend, den wir uns hier betrachten. Ach ja. 1, 3, 4, 5, 6. Jetzt fehlt noch die 2 dazwischen. So spannend ist das hier, dass ich solche Sachen mir schon hier anschaue. Der Respekt vor den Göttern in dieser Stadt ist so groß, dass sie uns sicherlich... Wir haben jetzt auch Schafe und Rinder wachsen schneller auf. Sehr schön. So, jetzt sind wir noch... Komm, einen noch. Sind wir 10 entfernt? Jetzt sind wir 10 entfernt. Wenn das jetzt nochmal auf 0 runter geht, ne, dann bin ich traurig. Alles andere haben wir erreicht, ne? Der Respekt vor den Göttern in dieser Stadt ist so groß, dass sie uns sicherlich bemerken. Steigt alles absolut übertroffen sogar. Stärkst sogar das Ansehen. Sind noch 7. Ich glaube, wir schaffen das. Ich glaube, wir schaffen das. Und wir schaffen das, glaube ich, sogar bis zur Minute 20. Das Wohlwollen, sehr gut. Ja, unsere Bestände sind gering. Das interessiert doch keinen. Solange es die Sicherheit nicht beeinflusst. 41. Wir schaffen es. Wir machen nochmal einen schönen Blick hier über die Stadt tatsächlich währenddessen. Da ist hier unser ganzer Templer-Distrikt. Ja, wir können nicht ganz leider unsere Stadt einfangen. Tierische Unterstützung. So, da können wir noch die Stadt sehen und ich denke, wir schaffen es jetzt. Jede Sekunde. Jetzt wird es noch Nacht. Komm. Die Parther werden es sich zweimal überlegen, bevor sie Rom noch einmal bedrohen. Ihre Siege haben Caesar erfreut und dem Osten Sicherheit gebracht. Ja, sehr schön. Das war aber auch eine schwere Geburt, das muss man sagen. Also diese Mission, dieser neuen Kampagne hat es echt in sich. Dadurch, dass jetzt auch noch Erdbeben dabei waren, also die haben uns schon zwischendurch fast wirklich ja, das Spiel gekostet. Wir hätten es fast nochmal anfangen müssen. Bisher mussten wir es zum Glück ja nur in einer Mission machen. Da haben wir uns ja damals durch den Bug da rausbringen lassen. Ansonsten haben wir es bisher ja immer geschafft, das Ganze zu erledigen. 16 Jahre, 9 Monate hat es jetzt gedauert. Gut, beim nächsten Mal können wir dann die nächste Mission uns anschauen. Das war es jetzt erstmal für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.